Heute will ich mit ein paar praktischen Beispielen illustrieren, was Autorität bedeutet, damit ihr es noch besser verstehen könnt. Fangen wir gleich an. Aber wie übe ich Autorität über böse Geister und Krankheiten aus? Als erstes musst du anerkennen oder realisieren, dass du tatsächlich die Autorität hast und sie ausüben kannst, sowie auch die Kraft, welche dahinter steht, wie wir das in unserem letzten Video gesehen haben. Als nächstes musst du aufhören, Gott zu bitten, Dinge zu tun, welche er dir aufgetragen hat zu tun. Jemand anderen mit deiner Aufgabe zu beauftragen, ist nicht Autorität ausüben. Wenn du einem unartigen Hund sagst, dass er vom Sofa runter soll, dann sagst du nicht: O Herr, bitte nimm den Hund vom Sofa weg in Jesu Namen. Oder: O Herr, wenn es dein Wille ist, Herr, nimm Herr diesen Hund Herr von meinem Sofa weg, Herr, im Namen Jesu Herr. Ihr achtet euch nur mal, wie oft Christen Herr sagen in ihren Gebeten. Oder: O Hund, ich gebiete dir im Namen Jesus. Oder: O Hund, bitte geh vom Sofa runter. Was sagst du einem ungezogenen Hund? Weg mit dir! Und wenn du noch die Gestik der erhobenen Hand dazufügst, dann versteht er es sicher. Ich hörte eine Geschichte von Dr. Summerall, welcher für viele Befreiungen betete. In einer Nacht bekam er Besuch von einem Dämon, welcher sein Bett in die Mitte des Zimmers schob. Dr. Summerall sagte zu ihm: Verschwinde von hier! Sofort verließ der Dämon den Raum. Dr. Summerall versuchte dann, sein Bett wieder zurückzuschieben, weil es aber recht schwer war, schaffte er es nicht. So rief er den Dämon wieder: Komm hierher und schieb das Bett wieder zurück dahin, wo es am Anfang war. Und wisst ihr was? Der Dämon kam wieder herein und tat genau das. Danach sagte Dr. Summerall zu ihm: Jetzt aber weg mit dir und komm nie mehr zurück. Und genau so war es auch. Du kannst nur Autorität ausüben, wenn du überzeugt bist davon, dass du sie besitzt. In Markus 11 heißt es: Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Glauben an Gott, wahrlich ich sage euch, wer zu diesem Berge spräche, hebt dich und wirft dich ins Meer und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen werde, was er sagt, so wird's ihm geschehen. Darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird's euch zuteil werden. Sprich zum Berg, sprich direkt zur Krankheit, im Glauben, dass du die Autorität bereits hast, um dies zu tun. Ein Polizist kontaktiert nicht zuerst seinen Vorgesetzten per Telefon, wenn er einen Einbrecher sieht. Er geht hin und nimmt ihn fest. Wenn er jedes Mal zuerst anrufen würde, um Erlaubnis zu erbitten, hätte er seinen Job wohl schon bald los. Sprich nicht mit Gott über die Krankheit, sondern befiehle Krankheit zu tun, was du willst, das geschieht. Genauso wie es Jesus auch getan hat. Jesus hat immer klare Instruktionen gegeben. Markus 1: Und Jesus bedrohte ihn und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm. Markus 9: Als nun Jesus sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm: Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Johannes 11: Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Manchmal hilft es, laut zu werden. Wenn du laut wirst, geht der Hund vom Sofa runter. Wenn du ganz lieb mit ihm sprichst, wird er sich nicht vom Fleck rühren. Werde laut, werde zornig, heiliger Zorn. Befiehl der Krankheit oder dem Dämon zu verschwinden. Aber sei dir immer bewusst, dass deine Autorität nicht in der Lautstärke liegt, sondern in Jesus, welcher dir die Autorität gegeben hat. Aber manchmal kann es dir selber helfen, bestimmt zu sein beim Ausüben der Autorität. Das ist keine Formel, aber manchmal ist es trotzdem hilfreich. Beginne einfach damit, lerne die Autorität auszuüben.
Wenn du es oft und regelmäßig tust, werden die Dämonen beginnen, dich zu erkennen. Folgendes ist ebenfalls hilfreich zu wissen. Wenn du eine kranke Person triffst, welche Schmerzen spürt und du beginnst für sie zu beten, du befiehlst der Krankheit wegzugehen, aber der Schmerz verschiebt sich oder wird noch intensiver, dann ist das nicht ein medizinischer Fall, sondern du hast es hier mit einem Dämon zu tun, nicht mit einer Krankheit. Somit befiehlst du dem Dämon zu verschwinden. Wenn du dir also ganz sicher bist, dass du die göttliche Autorität von Jesus besitzt, dann ist es viel einfacher, mit Dämonen und Krankheiten umzugehen. Vielen Dank fürs Anschauen. Ich freue mich schon auf unser nächstes Video mit der Frage, aber was tun, wenn Gott scheinbar Nein zu meiner Heilung sagt? Ich bin selber fasziniert von dem Abschnitt in der Bibel, welchen wir dazu ansehen werden, weil wir wunderbare Dinge über Jesus und über dieses Thema darin erkennen können. Bis dann!